Die Businessfragen OG führt eine Tilgung des Darlehens in Höhe von 70.000 Euro durch. Die Tilgung erfolgt vom Bankkonto. Führen Sie den Buchungssatz durch. Um diesen Buchungssatz bilden zu können, können wir zuerst einmal wieder auf die 4 Schritte zum richtigen Buchungssatz zurückgreifen. Das bedeutet, wir müssen uns zuerst einmal überlegen, welche Konten werden überhaupt benötigt. Und wenn wir uns hier diese Aufgabenstellung nochmal etwas genauer anschauen, so können wir hier erkennen, dass es sich um das Thema Darlehen handelt. Das heißt, ein Darlehen wird zurückbezahlt, zumindest zu einem Teil, und zwar in Höhe von 70.000 Euro. Und dementsprechend benötigen wir einmal ein Darlehenskonto. Und auf der anderen Seite können wir noch erkennen, dass die Tilgung, also die Rückzahlung, über das Bankkonto erfolgt. Und das ist auch der Grund, wieso wir hierfür dann jetzt auch noch ein Bankkonto benötigen. Nachdem die Tilgung eines Darlehens keiner Umsatzsteuer unterliegt, benötigen wir auch kein weiteres Konto. Und wenn wir uns dann im nächsten Schritt noch überlegen, um welche Kontoarten es sich bei diesen beiden Konten handelt, so können wir zuerst einmal feststellen, dass das Darlehen ein Passivkonto ist. Warum? Beim Darlehen handelt es sich um Schulden, also Schulden gegenüber dem Kreditinstitut, und diese werden in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt und deswegen handelt es sich hierbei eben um ein Passivkonto. Und genau ähnlich funktioniert es bei der Bank, also das Bankguthaben finden wir im Umlaufvermögen eines Unternehmens, also auf der Aktivseite. Und aus diesem Grund können wir eben hier in diesem Zusammenhang von einem Aktivkonto sprechen. Ja, jetzt wissen wir mal, welche Konten wir benötigen und um welche Kontoart es sich handelt. Überlegen wir uns im nächsten Schritt noch, handelt es sich hierbei um eine Vermehrung oder eine Verminderung? Und erfolgt die Verbuchung im Soll oder im Haben? Schauen wir uns zuerst einmal die Vermehrung oder die Verminderung an. Nehmen wir an, wir haben einen ursprünglichen Darlehensbetrag von 200.000 Euro gehabt, überweisen jetzt 70.000 Euro auf das Darlehenskonto, somit ergibt sich ein neuer Darlehensbetrag von 130.000 Euro. Das heißt, beim Darlehen handelt es sich um eine Wertminderung, weil das Darlehen, also die Schuld, wird ja geringer. Und gleich verhält es sich beim Bankkonto, nachdem wir vom Bankkonto Geld auf das Darlehenskonto umbuchen, wird auch unser Bankkonto weniger, weshalb wir auch hier von einer Verminderung sprechen können. Und wenn wir uns an die Grundlagen der Buchführung zurückerinnern, so können wir sagen, dass Passivkonten, also eine Minderung von Passivkonten, immer im Soll gebucht wird und eine Minderung von Aktivkonten immer, also ebenfalls immer im Soll gebucht wird. Und über den Betrag brauchen wir uns hier jetzt keine größeren Gedanken machen, da dieser Betrag eben hier gegeben ist und wir keine Steuer haben, benötigen wir hier auch keine Berechnung. Und dementsprechend lautet der Buchungssatz dann Darlehen an Bank mit jeweils 70.000 Euro. Und wenn wir uns das Ganze dann abschließend jetzt noch auf den T-Konten anschauen, so sehen wir, dass beim Darlehenskonto die Buchung im Soll erfolgt mit 70.000 Euro und als Gegenkonto das Bankkonto dient. Und auf der anderen Seite sehen wir beim Bankkonto, dass das Gegenkonto eben das Darlehenskonto ist und im Haben 70.000 Euro verbucht werden.